Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, mein batteriebetriebenes Elektromobil wird hier abgestellt, denn ich wechsle nun in ein wasserstoffbetriebenes. Ich bin in Gladpark in der Nähe von Zürich und ich werde heute einen der ersten wasserstoffangetriebenen LKWs sehen, die es auf der Welt in Serienfertigung gibt. Das ist ein schönes Auto. Damit fahren wir jetzt dorthin, wo die Dinger ausgeliefert werden, die Lastwagen. Und dafür habe ich hier einen sehr kompetenten Fahrer engagiert. Marc Freimüller ist der CEO von Hyundai Hydrogen Mobility. In der Schweiz auch für ganz Europa zuständig. Ja, ich bin jetzt hier bei der Auto AG in Rothenburg und hier werden die neuen LKWs ausgeliefert. Die Auto AG ist auch eben der Kooperationspartner von Hyundai Hydrogen Mobility. Der Marc macht mir hier schon mal auf. Und hier ist praktisch schon das Interessanteste. Was ist denn an der Stelle normalerweise bei so einem Lastwagen? Also im Normalfall ist der Aufbau einfach ein Stück weiter vorne. Wir haben jetzt die Tankstruktur hier zwischen Aufbau und Fahrerhaus gepackt. Welcher Druck ist denn da drin? Wir arbeiten hier mit 350 Bar. Also sind in Summe ungefähr 34 Kilo drin. Mhm. Und bei 350 Bar. Und es gibt dann ungefähr eine Reichweite von 400 Kilometer. Also für ein Gesamtfahrzeug mit entsprechendem Anhänger, voll beladen, 34 Tonnen. Das ist jetzt von einem großen, sagen wir es einfach von Mikro. Genau. Wir haben jetzt die ersten 7 Fahrzeuge an 7 unterschiedliche Kunden übergeben. Mikro ist einer davon, Coop ist der andere große. Aber es sind halt auch Logistiker drin, die jetzt nicht unbedingt im Lebensmittelbereich unterwegs sind. Der hier sieht noch irgendwie nicht ganz fertig aus, oder Marc? Was ist denn mit dem los? Ja, so kommen die Fahrzeuge im Prinzip hier an. Für den Transport, jetzt siehst du ja die Tanks, die wir uns eben angeguckt haben, die liegen jetzt hier hinten auf dem Fahrzeug und sind dort festgemacht. Und die werden dann hochgestellt. Die Kabine muss kippbar sein, deshalb wird dann die Tankstruktur am Aufbau festgemacht. Okay. Du siehst, wir haben 2 Brennstoffzellen hier drin, eine vorne und eine hier vorne. Das sind die gleichen Brennstoffzellen wie im Nexo, 2 Stück davon, 95 Kilowatt pro Brennstoffzelle. Und wir haben 350 Kilowatt Motor dann drin und nochmal eine 72 Kilowatt Batterie. Also der ganze Antriebsstrang, die ganze Wasserstofftechnologie etc. ist alles schon komplett mit aus Korea drin. Mhm. Wir machen nur noch, also nur in Anführungszeichen, noch den Aufbau drin. Der ist dann sehr kundenspezifisch. Hier übrigens noch ein Detail, das ich natürlich besonders interessant finde, weil das ist eine Batterie, die ziemlich genauso groß ist wie die vom Model 3. Die hat 72 Kilowattstunden Kapazität. Ja, und wofür braucht man die? Ohne Batterie könnte man keine Rekuperation haben. Und für die Leistungsspitzen ist eine Batterie auch günstiger als eine Brennstoffzelle. Das heißt, die Rekuperation lädt die Batterie und für die starken Beschleunigungen hat man dann eine. Ja, jetzt habe ich gerade auch noch gelernt, dass so eine Brennstoffzelle sogar einen Auspuff hat. Ne? Weil irgendwo muss ja auch das Wasser rauskommen, was wieder entsteht. Bei der Gelegenheit, ich glaube, wir sind uns einig, es wird auch immer als Einwand erwähnt, dass ja Wasser verbraucht wird bei der Elektrolyse, um Wasserstoff herzustellen. Aber dieses Wasser kommt ja dann am Schluss auch wieder raus, oder? Ja, das Wasser wird ja nur aufgespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Und im Fahrzeug selber wird dann der Sauerstoff aus der Umgebung wieder genutzt, um mit dem Wasserstoff zusammen Elektrizität zu erzeugen, die den Elektromotor antreibt. Und dann hinten kommt halt wieder Wasserdampf raus. Eigentlich ein Nullsummenspiel sozusagen. Sozusagen. Ich bin noch nie Lastwagen gefahren. Ich darf einmal oben hier fahren. War schon schwierig genug, da hochzukommen. Bin gespannt. Das ist natürlich geil, wenn sich so ein Riesenschiff geräuschlos von der Stelle bewegt. Beschleunigung ist wahrscheinlich besser als bei jedem anderen. Ja, hat natürlich das Drehmoment vom Stand aus, also von null weg, das volle Drehmoment. Dem wird auch ein Berg nicht so viel anhaben, nehme ich mal an, oder? Genau. Also weniger als bei einem Verbrennermotor. Kurz auf die Beschleunigungsspur. Wie schnell fahren wir jetzt? Jetzt fahren wir 85. Jetzt fahren wir schon 85? Ja. Das ist ruckzuck, ne? Gibt es sonst irgendwelche Bedienelemente, die es bei einem anderen nicht gäbe? Nee, zum Bedienen ist konventionell LKW. Ja. Nur laden, tanken muss man anders halt. Das Tanken ist eigentlich fast ähnlich. Man setzt einen Füllstutzen an, drückt den Startknopf und dann befüllt er selbstständig. Wenn alles sauber läuft, dann etwa 20 Minuten habe ich voll getankt. Aber die Fahrer müssen das doch lieben, oder? Das entspannt doch die
die Fahrt enorm. Also wenn man die Lüftung aus hat, merkt man eigentlich gar nicht. Kein Geräusch. Gab es mal ein Lied, ich glaube von Tauchen Prokopjets, ich warte auf das Brummen von einem 30 Tonner Diesel, aber es brummt nicht. Ja, in dem Fall brummt es auch nicht. Das liegt aber daran, weil es nicht brummt. Hyundai und Nutzfahrzeuge war mir bisher nicht so ein Begriff. Ist das ein sträfliches Versäumnis oder? Nee, ich glaube, da bist du in ganz guter Gesellschaft. man muss ja fairerweise sagen, ich glaube, wir haben eine ganz gute Reputation auf dem Pkw-Sektor. Ja. Aber als Nutzfahrzeughersteller kennt uns ja eigentlich noch keiner. Das ist tatsächlich auch der Start für Hyundai-Nutzfahrzeuge in Europa. Jetzt ist ja seltsam, ihr wollt ja die gar nicht verkaufen, ne? Hört sich jetzt komisch an, aber ja, du hast recht. Also wir verkaufen sie nicht, sondern wir bieten die in einem sogenannten Pay-per-Use-Modell an. Das heißt also, der Kunde bezahlt einen bestimmten Betrag pro Kilometer, den er fährt. Und der beinhaltet eigentlich alles. Den eigentlichen Truck selber mit Aufbau, aber auch sämtliche Versicherungen, irgendwelche Gebühren, die anfallen, Reparaturen, Wartung, Service. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, auch den Wasserstoff. Also wir nehmen ihm so ein bisschen die Sorge, wo kriege ich denn meinen Wasserstoff her? Hat er die richtige Qualität? Ist es in der richtigen Menge? Was ist der Restwert des Fahrzeugs? Muss er sich nicht drum kümmern? Wenn die Brennstoffzelle kaputt geht, dann wechseln wir sie aus. Und ob das jetzt heute oder morgen oder in einem Jahr oder in 5 Jahren der Fall ist, ist in dem Fall für den Kunden erstmal egal. Wie viele Wasserstofftankstellen gibt es denn momentan in der Schweiz? Wir haben jetzt aktuell in der Schweiz 3 Tankstellen. Bis Ende des Jahres haben wir ungefähr 7. Und das Schöne ist halt, dass wir wissen, wo die Kunden fahren. Unsere Partner bauen die Infrastruktur für die Betankung zusammen mit den Lkw, die ins Land kommen, auf, die dann von Pkw natürlich mit genutzt werden kann. Weil die meisten Tankstellen, die jetzt aufgebaut werden, die gehen nicht nur auf 350 Bar hier für den Lkw, sondern bieten auch 700 Bar für den Pkw an. Jetzt nützt es natürlich dem Schweizer Pkw-Fahrer auch nichts, wenn ihr das nur in der Schweiz macht. Der will ja auch mal nach Italien, Frankreich oder Deutschland fahren. Ja, wir arbeiten dran, sagen wir mal so. Nein, ich meine, das, was wir jetzt in der Schweiz machen, das zeigt zumindest mal, dass es wirtschaftlich machbar ist. Mhm. Jetzt muss man einfach nur mal gucken, welche Rahmenbedingungen habe ich in der Schweiz, die ich in anderen Ländern noch nicht habe. In der Schweiz haben wir zum Beispiel deutlich höhere Dieselpreise. In der Schweiz haben wir eine Straßensteuer, die sich nach dem Gewicht des Fahrzeugs rechnet und nach dem, wie viel Kilometer pro Jahr gefahren werden. Und da kommt schon einiges zusammen. Und die muss man nicht bezahlen, wenn man emissionsfrei unterwegs ist. Und sowas gibt es halt in anderen Ländern zumindest in der Form noch nicht. Wie viele Trucks sind denn jetzt schon hier in Europa ausgeliefert? Wie viel werden es bis Ende des Jahres sein? Wie viel bis Ende nächsten Jahres? Wir planen eigentlich bis Ende des Jahres knapp 50 Trucks tatsächlich hier auf Schweizer Straßen zu haben. Mhm. Nächstes Jahr kommen dann für die Schweiz nochmal 150 dazu und dann wird die Kurve im Prinzip steiler. Das heißt also, wir haben bis 2023 1000 Trucks auf Schweizer Straßen und bis 2025 1600. Ihr habt ja einerseits diese Pay-per-Use-Prinzip und das andere ist, ihr arbeitet eben mit Partnern zusammen. Hier zum Beispiel mit der Auto AG, die für den Service sorgt. Dann habt ihr aber auch noch andere Partner, zum Beispiel für die Wasserstofftankstellen und sogar für die Wasserstofferzeugung. Sagt mir doch da nochmal was dazu. Genau. Es gibt eine Firma Heidospider, die macht den Wasserstoff, also die produziert den Wasserstoff. Der Strom, der da verwendet wird, der kommt aus erneuerbaren Energien. Das heißt also, auch in der Erzeugung des Wasserstoffs entstehen jetzt keine Emissionen, keine CO2-Emissionen. Und dann haben wir Verträge mit den unterschiedlichen Tankstellen. In diesem vertraglichen Dreieck zwischen uns und Heidospider und den Tankstellen wird dann einfach sichergestellt, dass ausreichend Wasserstoff vorhanden ist, am richtigen Ort, in der richtigen Qualität. Ja, vielleicht zuletzt noch die, sie muss noch kommen, Standardfrage, der Standardeinwand. Wasserstoff, der schlechte Wirkungsgrad, muss ja umgewandelt werden, Strom, selbst wenn er grün ist, dann in Wasserstoff und dann in der Brennstoffzelle wieder zurück. Sind jetzt die Hyundai-Brennstoffzellen besonders ergiebig oder sagt ihr, scheiß drauf, es gibt ja genügend grünen Strom oder wie gehst du mit dieser Wirkungsfragendebatte um? Den Wirkungsgrad musst du dir wirklich komplett angucken. Das heißt, am Ende des Tages will der Kunde Güter von A nach B bringen. Und die Frage ist dann wirklich im Vergleich zur Batterietechnologie, was macht mehr Sinn? Und wenn man sich überlegt, bei so schweren LKWs, was da wichtig ist, ist Reichweite, ist Nutzlast und natürlich auch die Zeit, wie lange brauche ich, sage ich mal, um das Fahrzeug wieder zu betanken, zu befüllen, zu beladen, was auch immer. Und da passt Brennstoffzelle einfach besser als Batterie. Denn die Technologie ist halt einfach noch sehr schwer und dann verniere ich Nutzlast. Und wenn ich diese Nutzlastverluste oder diese geringere Nutzlast in dieses ursprüngliche Thema, was ich sagte, Ware von A nach B zu bringen, mit einrechnen und wie oft muss ich dann fahren, dann ist die Diskussion der Effizienz eigentlich keine mehr. Wobei ich auch dazu sagen muss, diese ganzen Diskussionen, was ist besser, Batterie oder Brennstoffzelle, ich mag die dahingehend nicht so gerne, weil
CO2 ist der Feind. Dann ist natürlich die Frage, eure Kunden sind Wirtschaftsunternehmen, die rechnen. Das heißt, das, was ihr ihnen anbietet als Pay-per-Use-Preis, muss für die hinterher wirtschaftlich funktionieren. Es muss also im Vergleich zu dem Diesel, den sie normalerweise fahren, funktionieren. Wie schafft ihr das? Geht das mit rechten Dingen zu oder geht das mit hohen staatlichen Subventionen zu oder wie funktioniert das? Ja, es geht alles mit rechten Dingen zu, keine Wange. In der Schweiz ist das halt wirklich komplett ohne Subventionen. Das ist das Schöne, weil wie gesagt, es gibt hier diese Steuer, von der man befreit ist, wenn man emissionsfrei fährt. Und das macht das Ganze wirklich auf den Kilometer runtergebrochen tatsächlich wirtschaftlich sinnvoll für den Kunden. Aber am Ende des Tages können wir in der Schweiz schon in den meisten Anwendungsfällen jetzt eine Situation darstellen, wo wir eigentlich vergleichbar sind mit dem Diesel. Ja, Marc, ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen. Herzlichen Dank auch hier dem Team von der Auto AG, dass ich das mir alles anschauen durfte. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video genauso interessiert wie mich. Das Thema Wasserstoff bleibt ein Thema auf meinem Kanal. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert meinen Kanal, kommentiert unten, wie euch dieses Video gefallen hat und was ihr an anderen Themen auf diesem Kanal sehen möchtet und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer Diesel Dad.